Wer A wie Arktis sagt, muss auch F wie Fjord sagen. Zur Reise in das nördliche Polarmeer gehört immer auch die Welt der norwegischen Fjorde. Und wenn ich Welt sage, dann meine ich das auch. Seit 7 Uhr heute Morgen fährt die MS Amadea durch ein faszinierendes Labyrinth von Fjorden. Und Gott sei Dank haben wir einen Kapitän, der sich hier auskennt. Hubert Flohr ist ein Meister der Navigation und mit ihm habe ich mich gleich verabredet, um bei der Fahrt in den Geiranger Fjord einen Blick über die Schulter zu werfen. Hubert Flohr navigiert bereits zum dritten Mal in diesem Sommer durch die Welt der norwegischen Fjorde. Seit vielen Jahren trägt er die Kapitänsmütze und ist sich seiner Verantwortung für knapp 600 Gäste und 300 Mann Besatzung bewusst. Es ist mittlerweile Routine geworden, denn wir machen das ja nun seit Jahren und wir kennen die Routen in den einzelnen Fjorden. Und man ist da auf keinen Fall aufgeregt. Man geht diese Aufgabe gut vorbereitet, aber mit Routine an. Die besondere Herausforderung ist ja, dass so ein Schiff aus einem Team besteht, von einem Team geleitet wird und der Kapitän steht natürlich an der Spitze und er ist die Person, die dieses Team halt anleiten muss und dafür Sorge tragen muss, dass das Team eben insgesamt die Aufgaben erfüllen kann, natürlich auch zur Zufriedenheit unserer Gäste. Und der Kapitän ist natürlich nicht mehr der einsame Mann dort an der Spitze, wie das früher mal war, der dort einsame Entscheidungen treffen musste. Hubert Flohr navigiert die MS Amadea zuerst durch den Storfjord. Von ihm zweigt ein weiterer Fjord ab, der in den Geiranger Fjord führt. Seit 7 Uhr ist der norwegische Lotse an Bord, der beratend zur Seite steht. Doch die eigentliche Verantwortung trägt allein der Kapitän. Wir befinden uns ja in einem relativ engen Fjord, der also viele Kursänderungen, viele Verwindungen hat. Und die Herausforderung besteht ganz einfach darin, dass man exakt seinen Standort kennt und auch im richtigen Moment die Kursänderung einleitet, damit das Schiff sicher der Konfiguration des Fjordes folgen kann. Mit den Seitenarmen reicht der Storfjord rund 110 Kilometer in das Land hinein. Und dann erscheinen auf der Backbordseite die berühmten Wasserfälle, die sieben Schwestern. Aus 300 Metern Höhe stürzt das klare Wasser in den Fjord und bietet einen faszinierenden Anblick, auch wenn es jetzt im Sommer genau genommen nur 4 Schwesterfälle sind. Hubert Flohr steuert den Höhepunkt der heutigen Reise an, den berühmten Geiranger Fjord. Er zählt zu den bekanntesten Fjorden in Norwegen und gehört mittlerweile sogar zum UNESCO-Weltnaturerbe. Obwohl er nur 15 Kilometer lang ist, gilt der kleine Ort Geiranger und das einzigartige Bergpanorama zu dem Pflichtprogramm einer Norwegenreise. Ich freue mich jetzt schon auf eine spannende Bergtour abseits der Touristenpfade. Nächste Woche geht die Reise weiter.